Die Magenspiegelung einer Mutter verlief glücklicherweise ohne Auffälligkeiten. Aber der Sohn der Alleinerziehenden erregt Aufsehen. Hallo. Hallo. Ich muss zu meiner Mutter. Ja. Ja. Wer ist denn die Mama? Mike Würdig. Frau Würdig? Okay. Kurz ja. Hallo. Nach einer Magen- und Darmspiegelung empfehlen wir halt immer den Patienten, dass sie sich besser abholen lassen, weil das auch einfach sicherer ist. Ja, und in dem Fall kam auch der Sohn von unserer Patientin, aber mir fiel auch gleich auf, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Herr Würdig? Herr Würdig. Ja. Alles okay? Ja. Ich bringe ihn sonst mal. Ja. Dazu. Haben Sie irgendwelche? Ich gehe jetzt mit Ihnen zur Mutter. Haben Sie irgendwelche Medikamente oder sowas genommen? Nein. Aber Ihnen geht's gut. Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Doch. Bei Ihnen ist ja alles Frau in Ordnung. Würdig, ne? Ganz kurz. Das ist Ihr Sohn, ist das richtig? Ja, der kommt nicht abholen. Naja, abholen, ich weiß es nicht. Komm, Sie müssen nur einfach kommen Sie mal bitte das rein. Mit dem Stress, dass Sie das im Griff ganz haben. Ganz kurz, ich glaube, Ihnen geht es nicht gut. Und ich glaube, den sollten wir uns mal anschauen. Ja. Nehmen einmal Herr Würdig, Platz. Ja. Nehmen Sie einfach hier mal Platz. Da? Ja, okay. Auf der Liege. Marc, was ist denn los? Also, um ganz kurz die Situation zu erklären. Ja. Er war gerade da, hat nach Ihnen gefragt und er ist regelrecht an der Theke vorne eingeschlafen. Wie jetzt eigentlich auch. Herr Würdig, seit wann geht denn das so mit dem Einschlafen? Dass das so heftig ist, dass Sie tagsüber einfach wegpennen. Wie ist denn mit Medikamenten? Nehmen Sie irgendwas? Nein. Nee, der wird nichts. Der nimmt ja kaum eine Kopfschmerztablette, wenn irgendwas. Drogen, irgendwie was im Spiel. Nee, Alkohol. Der nimmt nie irgendwas. Was machen Sie denn beruflich? Herr Würdig, was machen Sie denn beruflich? Eine Ausbildung. Also als Lackierer hat er vor ein paar Monaten angefangen. Okay. Aber wenn ich mal einspringen darf, also ich weiß nicht, also ist mir schon aufgefallen, dass er irgendwie immer so ein bisschen abwesend ist, viel schläft. Ja. Und ich habe wirklich überlegt, das ist so jetzt so seit ein paar Wochen, ob das nicht mit seiner Ausbildung zusammenhängt. Weil Sie wissen ja, so Auszubildende, die werden nicht immer gut behandelt. Und das ist mit Farben, Farbstoffen. Vielleicht ist da irgendwas, was er einatmet. Im Prinzip können alle, sagen wir mal, schädigen Substanzen über Einwirkung auf die Leber toxisch wirken und über diesen Leberstoffwechsel halt einfach auch Müdigkeit. Also der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und insofern ist das jetzt wirklich nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber er war noch nicht so lange in dem Job drin und diese Symptome hatte er erst seit einer kurzen Zeit. Herr Würdig, wie ist denn das bei Ihnen auf dem Arbeitsplatz? Haben Sie Mundschutz an? Ja. Wie ist denn, kommen Sie direkt mit den Lacken in Berührung groß, mit dem Nebel? Alles gut. Alles gut, okay. Ich würde sagen, wir behalten ihn auf jeden Fall mal hier. Wir nehmen ihm nachher Blut ab, aber Sie gehen jetzt auch mal aufs Zimmer. Ne? Wir gucken uns das an, was da nicht stimmt. Fertig, bitte? Wir haben ein Zimmer fertig. Bin gerade super. Dauernd einzuschlafen bei jungen Leuten kennt man eigentlich nur, wenn die absolut keine Schlafhygiene haben. Also den Tag zur Nacht machen oder die Nacht zum Tag. Das kennt man. Aber er wollte seine Mutter abholen. Da schläft man eigentlich nicht weg. Dr. Jutta Traub rät Maike, den Chef ihres Sohnes zu fragen, ob der Lackierer Azubi am Arbeitsplatz giftige Dämpfe einatmet. Das denn? Mein Lieber, das ist doch ganz schön laut hier. Ja. Also wir gingen ins Patientenzimmer und es war super laut im Zimmer. Also die Anlage war voll aufgedröhnt und er lag da und schläft. Also irgendwie diese Zusammenhänge bei dem Lärm, dass man da überhaupt einschlafen kann, da muss schon wahnsinnig viel Müdigkeit oder halt was anderes dahinter stecken. Mark. Herr Würdig! Mark. Mach's mal aus. Ja. Naja. Du kannst doch keine Musik hören. Was ist mit dir los? Wir sind im Krankenhaus. Mach das mal hier aus. Das ist nicht zu glauben. Kann das Licht nicht wieder aus? Ich habe mit deinem Arbeitgeber telefoniert. Und was haben sie mir gesagt? Du bist gefeuert worden. Das vor drei Wochen. Jetzt verstehe ich, warum sie so aufgeregt sind. Ja. Schon die zweite Ausbildung, die er abgebrochen hat. Oder ja, jetzt nicht zu Ende machen kann. Was ist los mit dir? Egal, ich werde Musiker und gut ist. Wie bitte? Was willst du? Musiker, Rapper. Mal, woher hast du das denn jetzt? Marc, kannst du das jetzt bitte mal ausmachen? Wir sind hier im Krankenhaus. Wir sind im Krankenhaus, da sind Leute wirklich sehr krank, die brauchen ihre Ruhe. Marc! Ich fand das ganz, ganz merkwürdig bei so einem jungen Menschen, dass er wirklich sich überhaupt gar nicht konzentrieren konnte, dass er ständig eingeschlafen ist. Also irgendwas Komisches könnte da dahinter stehen. Auch ein Tumor oder so kann man sowas machen. Also es war einfach für mich ganz wichtig, dass wir da noch ein paar diagnostische Untersuchungen uns zu Rate ziehen. Wie ist denn das mit Schnarchen? Schnarchen Sie?
Haben Sie schon mal was gehört? Dass er ja, hin und wieder schon, ja. Aber Männer schnarchen doch immer, oder ist nee, das nee, nee, nee. Also wir machen auf jeden Fall ein HNO-Konzil, nehmen wir jetzt okay. an, dass er mal vorbeiguckt. Und ich würde ich halt auch gerne ein Schlaflabor machen. In einem Schlaflabor wird man eine ganze Nacht über überwacht. Man wird an verschiedene Geräte angeschaltet. Und so kann man genau die ganzen Hirnströme und auch die ganzen Werte, Blutwerte messen. Und somit vielleicht einen Anhaltspunkt bekommen, was Marc wirklich fehlen könnte. Wir gucken, ob er nächtliche Aussetzer hat. Die könnten dafür für diese Tagesschläfrigkeit verursachend sein. Mhm. Ne? Dass wir da einfach ein bisschen weiterkommen mit ihnen. Der Alleinerziehenden machen die Müdigkeit und die naiven Zukunftspläne ihres Sohnes Angst. Trotzdem hält Marc an seinem Wunsch, Rapper zu werden, fest. Ohne zu wissen, wie sehr er seiner Gesundheit damit schadet. Und als Kerstin Marc am Abend Kleidung bringt, setzt der 17-Jährige allem noch die Krone auf. Also ein junger Mann ist da drin. Nicht, ne? Aber die haben sich ruhig verhalten, auch von daher haben wir nichts gesagt. Okay. Gucken, was geht, was Bulli ist wieder hier und Leute, merkt euch alle, nächsten Freitag kommt mein Album raus. Einen Moment bitte. Mal Leute, bestellt euch alle mein Album raus. Es wird heftig, es wird fett. Yeah, Mann. Jawohl, das ist der Shit, Mann. Das ist der Shit. Ja, yeah, Little Broody ist das. Marc hatte ja Besuch von einem jungen Mann und von außen war ja jetzt erstmal nichts dagegen einzuwenden. Als wir aber ins Zimmer kamen, war das Ganze schon sehr mysteriös. Der junge Mann filmte ihm, während Marc irgendwelche Bro-Geschichten für irgendeine Story da erzählte. Und ja, wer der Mann jetzt war, das war für uns jetzt auch wirklich sehr interessant. Wer sind Sie denn? Was, ich bin David, sein Manager. Marc? Ja? Manager? Ja, sein Manager bin ich. Wie haben Sie gerade meinen Sohn genannt? Lil Broody, das ist der neue Star am Hip-Hop-Himmel ist Marc, das. Marc, woher kommt das an deinem Kopf? Ja, von David, mein Manager. Was soll das? Ja, ist Image eine Verletzung? Auf jeden Fall. Also, das muss ja ein bisschen dramatischer aussehen. Du ein Image verpassen sehen? Ja, ein Hip-Hop-Image, ne? Das muss richtig, das muss nach Ärger aussehen. Mama, der macht mich erfolgreich. Dafür habe ich denen doch die ganze Kohle auch gezahlt. Was für Kohle? Sie haben Geld von meinem Sohn bekommen. Ja, das kostet alles Geld, ne? Die Promo-Aktion und alles. Da sind 500 oder so. Aber du hast auch kein Geld, ja? Aber ich werde doch dadurch reich. Ich fand die Aktion schon ein wenig lustig, aber nun gut, ich denke mir, dass das Ganze nicht so seriös ist und dass dieser angebliche Manager wirklich andere Absichten hatte, als Marc da groß rauszubekommen, weil. Ich meine, 1.500 Euro einfach mal so auf die Hand zu bekommen, ist ja auch nicht schlecht. Ich denke, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir jetzt gehen, ja. Okay, ja. Mann, aber wir machen die Business, ne? Wir machen die Kohle. Ja, yeah. Sie kriegen noch eine Anzeige hier. Wir sehen uns Anwalt, du bist raus! Oh, ich fass es nicht. Oh, was ist denn das? Darf ich mal? Wieso? Wollen Sie es gerade nehmen? Haben Sie es? Melatonin. Mir hat mir das gegeben. Das nehmen alle so, die erfolgreich sind im Business. Das ist ein Schlafmittel. Das ist ein körpereigenes Hormon normalerweise. Na, aber in der Dosierung schläft man, wie sie es einfach gezeigt haben. Das hat er dir auch gegeben, dass du das nehmen sollst. Ja, weil die anderen erfolgreichen das halt auch nehmen. Das ist bei uns nicht zugelassen als Arzneimittel. Das heißt, in ernsten Fällen maximal 2 Wochen bei Leuten, die älter als 55 sind. Und das nicht ohne Grund. Ja, Melatonin ist wirklich gar nicht zu unterschätzen. Also ich habe davon schon gehört, dass das in manchen Kreisen wirklich genommen wird, um einen Moment der Aufpuschung zu haben. Aber man vergisst wirklich die ganzen Nebenwirkungen, die es hat. Und das hat man hier wirklich eindeutig bei Marc gesehen, dass das neben diesem Aufpushen dann auch ganz schnell der Fall kommt und man wirklich regelrecht im Stehen einschlafen kann. Und das kann wirklich gravierende Situationen vor sich herrufen. Guck mal, ich habe mit deinem Chef telefoniert. Ja. Ich habe echt wirklich an ihm gearbeitet, ja. Und er hat gesagt, okay, er gibt dir noch mal eine Chance. Also bitte reiß dich zusammen. Diesen Hip-Hop-Kram vergisst du jetzt mal bitte, ja? Ja, vielleicht hast du ja auch ein bisschen recht. So, dann melde ich mich bei dem wieder. Ja, und dann kann man vielleicht in der Freizeit kann man immer noch über Hip-Hop nachdenken. Ja. Aber nicht mehr mit Schlafmitteln. Bei unserem Patienten ist die Prognose natürlich sehr, sehr günstig, weil Melatonin weg und der Junge und einfach auch darauf achten, dass er eine ordentliche Schlafhygiene hat. Also, dass er 7 bis 8 Stunden einfach in der Nacht möglicherweise schläft. Okay, aber jedenfalls wissen wir, woher die Schlafstörung da kommt. Und Schlafhygiene ist wichtig. Das heißt, feste Einschlafzeiten. Ne, dass man einfach in einen Rhythmus reinkommt, dass der Körper sich darauf einstellen kann. Nimmst du das mit? Ich nehme das mit, ne? Bis morgen lassen wir ihn aber noch hier. Das muss echt aufhören, ja? Ja, okay. Oder? Dann melde ich mich bei meinem Chef wieder und. Ja, bitte. Zum Not kann ich ja einfach Sprayer werden. Sprayer werden. Ja. Das wird hier immer besser.
Marc, zuerst bitte. Dann schauen wir mal, ja? Deine arme Mama. Marc setzte das illegale Melatonin ab, wodurch seine Müdigkeit schnell verschwand. Der 17-Jährige führte seine Ausbildung erfolgreich weiter, was Maike sehr beruhigte. So sehr, dass die Mutter nicht mehr länger unter stressbedingten Magenschmerzen litt.